Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 mit mir, dem Shadows. YouTube, dann machen wir mal weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar, unerwartetermaßen habe ich festgestellt, dass uns ein Schatz noch fehlt in Radiant Garden, obwohl die felsenfeste Überzeugung war, dass beim letzten Mal stand, wir hätten alle Schätze eingesammelt. Aber nicht verzagen, Shadows fragen. Ich habe direkt auch rausgefunden, wo dieser Schatz liegt, nämlich genau hier in dem Raum, wo erstmal Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen steht und ja. Da ist hier so eine tolle Truhe und die öffnen wir einfach mal. So, und bekommen eine kosmische Kette. Erhöht die Feuer-, Eis-, Blitz-, Resistenz extrem und erhöht die Abwehrkraft deutlich. Goofy hat jetzt hier noch ein paar Sachen, die er equippen kann, theoretisch. Deswegen geben wir den einfach mal hier irgendwas, sodass er halt irgendwie zufrieden ist. Ja, würde ich sagen. Ogerschild. Wir haben im Moment nichts Besseres, ne? Tifa, was zur Hölle machst du eigentlich hier? Ist eine gute Frage, ne? Hier ist er auch nicht, aber ich habe das Gefühl, ich nähere mich ihm. Wir haben uns sicher nur verpasst. Ich werde ihn schon finden, ja sicherlich. So. Allerdings, so, Schätze haben wir hier zwar alles in Radiant Garden, wo haben wir nicht alles? So, die Welt, die niemals war. So, Agrabah. Agrabah fehlen mir zwei Schätze. Ich habe keine Ahnung, wo diese Schätze sind, aber das werden wir noch herausfinden. Deswegen fliegen wir einfach mal dahin und schauen uns da einfach mal ein klein wenig um. So, Anzims Arbeitszimmer. Tron, wir kommen dich irgendwann mal besuchen. Wahrscheinlich aber nicht mehr in diesem Kingdom Hearts. Es sei denn, ich brauche von den Herzlosen da drin irgendwelche speziellen Sachen. Dann sehen wir schon früher wieder, als dir lieb ist wahrscheinlich. So, wo genau soll ich landen? Vor den Stadtmauern, zerstörte Kammer, nee. Beim Trödler. Ist eigentlich egal. Ich weiß ja eh nicht, wo die Schätze sind. So, aber wir werden es herausfinden. Boah, der Typ ist ja immer noch steinreich. Das, was er sich gewünscht hat von dem Leben Genie, das hat er immer noch. Wow, ey. Wie groß sein Zimmer auf einmal ist, ne? Nach da hinten. Alter. Mein neues Produkt ist ein absolutes Verkaufsschlager. Wollt ihr es mal ausprobieren? Klar, wenn es nichts kostet. Worum geht's überhaupt? Was hat er da? Was meint er? Sandgleiter? Fahre durch so viele Kontrollpunkte wie möglich, bevor die Zeit abläuft. Huch! Was? Das kenne ich gar nicht. Ach so, da ist das Ding. Aha, okay. Und wir haben eine Zeitvorgabe, natürlich, selbstverständlich. Wie soll das auch anders sein? Okay. Ich kann das gleich nochmal probieren. Weil damit werde ich mich sicherlich nicht zufrieden geben. Geschafft! Neuer Rekord sind 10. Ja, super, klasse. Machen wir mal einen neuen Versuch. Also bringen tut das uns scheinbar nichts. Das ist einfach nur so ein kleines Minigame. Oh mein Gott. Komm schon, geh da dran. Geh da dran! Oh mein Gott, ich will das Ding haben. Und wo ist das Ding? Da ist das Ding. Ich will da hoch. Nein, geschafft. Naja, okay, alles klar. Ist ein okayes Minigame. Ist jetzt irgendwie nicht so berauschend, sodass ich sagen würde, ja, geil. Aber naja, was soll man sagen? So, wir haben ein paar Materialien gesammelt. Heißt aber nichts. So, Kreation übernehmen sie. So, Moment, habe ich jetzt gerade das richtig gesehen, dass wir sogar nicht an jedem Mogri unsere ultimative Waffe herstellen können? Doch, hier, Herstellungsformel, Ultima. Da brauche ich nur einiges. Realcom Plus brauche ich 9 Stück. Und von dem anderen halt Duktilkristall 1, Zwillingkristall 1 und Pointkristalle 7. So. Und ja, mein Leben hat sich damit schon fast erledigt. Ich weiß gerade im Moment gar nicht, wo man die ganzen Sachen herkriegt. So, ist aber auch gar nicht so wichtig. So, er hat mich vom Bord geholt, das ist immer interessant. Autsch. Alter, wie ich mit meinem Reflektor gegen den Gedicken nichts anhaben kann, das ist heftig. Ich probiere es, aber es geht gar nicht.
Lucidkristall, hey. Wunderbar, hier. Yeah. Upp, tot, kaputt. So, was ist das hier oben? Das ist schon ein geöffneter Schatz. So, wohin führt uns das? Zum Bazar. Ich glaube, beim Bazar gab es nichts. Beim Trödler gab es auch keinen Schatz mehr. So, die Teile hier kann man wahrscheinlich nicht kaputt machen, oder doch? Oh doch, tatsächlich kann man die kaputt machen. Hat sich nur leider nichts hinter befunden. So, diese Teile hier sind easy peasy. Oh Gott. Oh. So, machen wir das Ganze nochmal. Oh Gott, erstmal das Ding hier kaputt machen. So, das ist jetzt eher mehr Wissen. Oh, Mega-Ätter haben wir erhalten. Schön. Hm. Hm, die Dicken hier, die Dicken sind schon eine Nummer für sich, du. Na, die Schattenschakale lassen wir auch mal in Ruhe. Das heißt in Ruhe, wir haben sie aber platt gemacht schon, aber wisst, was ich meine. So, wie sieht das jetzt hier aus? Das sieht nicht aus wie ein Schatz, deswegen gehen wir hier einfach mal weg. So, irgendwie so ein Ding wird mich vielleicht eh treffen. Ich hoffe einfach, dass die letzten beiden Plätze, Schätze beim Palastplatz sind. Hier irgendwo. Ich wüsste sonst nicht einfach, wo die liegen. Das ist mein Problem. Ich hoffe, ich mache hier gleich was kaputt und dann macht's puck und dann sehe ich was. Hm. Oder vielleicht sind sie ja doch in der Höhle drin. Kann ja natürlich auch sein. Die Wunderhöhle ist ja jetzt im Moment nicht zugänglich für uns. Habe ich ja vorhin mal gesehen. Jafar war als ein königlicher Blabla. Er hypnotisierte meinen Vater und wollte mich zwingen, ihn zu heiraten, damit er über Akaba herrschen kann. Oh. So ein Haarschlauch ist das, ne? Mhm. Untersuchen. Die Tür ist verschlossen. Ja, das Palastinnere werden wir wohl niemals sehen. Und ja, das Spiel hat die Schätze wohl nicht hier in der Ecke irgendwo versteckt. Verdammt nochmal. Dann weiß ich auch nicht, meine Lieben. Verdammt. Wo könnten die Schätze denn sein? Zwei Stück. So, also beim Teppich-Race auf jeden Fall nicht. Also, wieso habe ich denn die letzten beiden anderen Schätze? Aber die Schätze nicht. Wieso habe ich die, genau die Schätze nicht? Wo könnten die sein? Die sind auch irgendwann mal neu dazugekommen. Ich bin mir sicher, wir haben Agrabah das letzte Mal so verlassen, dass wir nichts mehr brauchen. Oder brauchten. Und jetzt ist es halt so. Oh, warte mal. Der hat herzlos aufgetaucht? Das ist doch mal nice. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Da. Was? Preisgewinn? So, ich will aber einen geilen Preis. So, Preisgewinn. Ich will einen hohen Preis. Bonuspreis. Na, gucken wir mal. Letzter Balken. Hauptgewinn. Gucken wir mal, was kriegen wir da raus? Ein Lunakristall. Oh Mann, Lunakristall ist echt öde. Das ist mal nichts. Das ist mal wirklich nichts. Okay. Komm jetzt hier gerade nicht weiter, was das angeht. Wisst ihr, es ist gar nicht so schlimm, mal zu versuchen, nett und hilfsbereit zu sein. Ich habe den Leuten bisher immer nur schwer gemacht. X, das ist also was ganz Neues für mich. X? Wieso X? Egal, gehen wir einfach mal zu dieser Wunderhöhle rein. Diese kleinen Fische hier ignorieren wir einfach mal, weil die luschig sind. Die Wunderhöhle, Tal der Statue, ja, egal. Der Statue, Tal der Steine, aber egal. Ja, also manchmal ist das Ganze hier mit so ein bisschen, ja, sagen wir mal, Suchen verbunden. Ja, manchmal ist das nicht so ganz einleuchtend, wo die Schätze sind, obwohl die eigentlich ja ziemlich schnell zu holen sind. Okay, ich kriege jetzt wieder voll auf den Kopf. Alter, lass mich in Ruhe jetzt. So, hier sind wir schon mal. Ich schätze, jetzt können wir mit dem Gummijet hier diesen Ort wieder anfliegen. Ich muss das Ding ja aktivieren, um irgendwie runterzukommen. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Besiege alle Gegner! So, einfach bloß keine Luftkombis machen. Einfach schön auf dem Boden bleiben, dann hat sich das hier eigentlich, glaube ich, schnell erledigt. So, perfekt. So muss das. Ja.
Oh ja, klasse. So einen dicken. Oh, da haben wir gerade ordentlich Schaden gemacht, du. Also das war schon nicht schlecht. Da haben wir Reflektor einmal, glaube ich, in unserem Leben mal vernünftig angewendet. Und auch ein zweites Mal mit Erfolg. Oh, jetzt geht's hier aber tief runter, du. Und hier gibt's auch noch irgendwelche Herzlosen. Aber klar. Ah, ja, klar. Alter. Ich hätte es ziemlich gerne in unter einer Minute geschafft. Also innerhalb von einer Minute, aber hat nicht so ganz funktioniert. So, diese Warp-Teile. Scheiße, diesen Warp-Teil, den hätte ich wahrscheinlich benutzen können, dann hätte ich das skippen können. Ich bin gerade schon wieder nicht hundertprozentig am Start, schätze ich. Na, hier haben wir die Schatzkammer. Oh, hier haben wir einen Schatz. Hier haben wir einen Schatz. Dann schätze mal, der nächste ist auch genau hier. Abilitamin plus... plus... ein Freudensplitter, hey. Das ist doch was. So, war das hier? Hier hat der Schatz befunden... Nee, hat sich der Schatz befunden, den du dem Trüller gegeben hast. Ja, too bad, dass wir dem Trüller es gegeben haben, wa? So, wunderbar. Schätze, Minispiele, gibt's noch was, aber ist mir egal. So, ich denke mal, jetzt sind wir fürs Erste durch. Das können wir wahrscheinlich zunächst einmal wieder zur Welt hin, die niemals war. So, da gibt's auch wenigstens stärkere Herzlose, die auch mal ein bisschen mehr XP bringen. Von daher ist das schon gar nicht verkehrt so. Also Leute, ab die Post. Ab zur Welt, die niemals war. So, wir gehen hin. Hier, Abgrund der Hoffnungslosigkeit. Boah, das klingt ja richtig idyllisch. Wirklich. So, dann wollen wir mal loslegen. Vergesst nicht, wo wir sind. Das ist ihre Festung. Wartet, eure Majestät. Seid vorsichtig. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Namine. Namine? Kairi, dir ist klar, dass ich dich nicht gehen lassen kann. Ich bringe dich zu Sora. Du willst nicht zu ihm? Oh doch, und wie ich das will. Aber nicht mit dir zusammen. Wenn ich ein Herz hätte, würde ich jetzt herzlichst lachen. Du! Hat Roxas dich nicht erledigt? Wir zählen auf dich, Riku. Riku! Riku, du bist wirklich hier? Ansem? Riku, Riku, Ansem? Was zur Hölle? We don't understand, but soon we will. Ja, diese komischen Viecher hier, die haben diese komischen Würfelchen. Und ja, mit diesen Würfelchen können die uns verprügeln. Und ja, daher sind das halt Gegner, die halt eher nicht so meine Spezialität sind. Aber macht nichts, die geben ganze 1000 XP. Das ist doch schon mal eine ganze Menge, du. Ja, toll, wie das funktioniert, ne?
Oh ja, klasse. Also bei dem muss ich das noch rausfinden, wann man am besten diesen Reflektor nutzt. Scheint bis jetzt noch nicht so gut zu funktionieren. Oh, ein Zwielichtkristall haben wir bekommen. Das ist, glaube ich, ein, den wir brauchen zur Herstellung von Dings. So. Wir haben in Agrabah ja vorhin diese komischen Lotteriemaschinen gesehen. So, und diese Lotteriemaschinen, ich glaube, die brauchen wir, um, wie heißt es jetzt? Freudentau zu bekommen. Oder diese Freudenkristalle. So, ich weiß nicht, ob das der Bonusgewinn ist oder welcher Gewinn das war. So, auf jeden Fall bekommen wir jetzt hier schnell viele von diesen komischen Zwielichtkristallen scheinbar her. Also selten sind die jetzt hier nicht. So, hier bekommen wir einen Freudenstein. Das ist schon mal gut. Vielleicht täusche ich mich auch, was diese komischen Teile angehen. Kann wirklich sein. So, werden wir noch rausfinden. Früh genug, denke ich. Probieren geht über Studieren. Ja, oder man guckt einfach mal ins Internet, wie das genau ist. So, ich denke, wir werden es aber auch live einfach im Let's Play sehen, wie, wo man was genau kriegt. Aufstieg und Fall. So, hier kommen, glaube ich, auch Herzlose, definitiv, ja. So, hier haben wir aber mal jetzt die Heldenform activated. Jetzt geht's hier los. Boah, jetzt geht's los hier. Wuhu! So, hier, 1000, 1000, 1000. Hier gibt es überall immer 1000 XP für diese super tollen Herzlosen hier. So, eigentlich würde ich die ganze Zeit immer diese Meisterform auch leveln, ne? Weil, ja, man kann hier ja Form leveln. Ich glaube, ich habe das schon mal ganz grob gezeigt. So, hier, Heldenform ist auf Level 3, Weisenform ist Level 1, Meisterform auf Level 1. So, und Rufen, tja, das sind die meisten eigentlich hier auf 1. Oder beziehungsweise alles ist hier auf 1, weil, ich habe es hier nicht so mit dem Rufen, aber könnte man auch mal machen. Auch Spaß. So. Muss ich hier jetzt irgendwas aktivieren? Wie war das denn jetzt? Wie komme ich jetzt weiter? Achso, das Ding ist, glaube ich, gerade schon hochgefahren. Und das habe ich einfach nur nicht bemerkt. Oh, ja, tatsächlich. Stufen der Hoffnung. Okay. Kosmischer Gurt erhöht die Abwehrkraft exzessiv. Mein Gott. So, das muss ich mir natürlich mal geben. Das war, glaube ich, hier, ne? Oder nicht, das war hier, scheinbar. Irgendwas vielleicht was hier. Aegis-Kette, der ist an sich ja ganz nett. So, hier haben wir den kosmischen Gurt. Dann gehen unsere Resistenz natürlich weg. Aber unsere pauschale Abwehrkraft wird drastisch erhöht. Und das ist natürlich eine Sache, die relativ sweet Lemonade ist. Das könnt ihr mir ruhig glauben. So, Memory Card 2 wird überprüft. Sicherlich. Was bleibt hier schon anderes übrig? So, gucken wir mal. Abrufzelle, wenn ich das überspeichere. Und dann nochmal hier kurz zum Mogri gehe. Ich wollte nur nochmal mich vergewissern, dass auch wirklich... Moment, wenn ich jetzt hier auf Materialien... Nein, Moment, wo war das jetzt? Formanalyse gehe. So, aber Ultima. Wir bräuchten tatsächlich nur ein Zwielichtkristall. Uns fehlt tatsächlich also nur noch Orealkon Plus, Duktilkristall und Freudenkristalle. Gut, alles klar. Wir machen weiter. Halle der leeren Melodien. Sora, du hast dich wacker geschlagen. Wo ist Kairi? Wer weiß? Ich vermute, sie macht verlorene Zeit mit ihrem Freund aus der Dunkelheit wett. Was soll das heißen? Sie braucht dich nicht mehr. Und das soll ich dir glauben? Nun, glaub, was du willst. Aber eins kannst du mir ruhig glauben. Die Organisation 13 hat keine Verwendung mehr für dich. Siehst du das? Unser Kingdom Hearts. Dank dir haben wir unzählige Herzen gesammelt. Hörst du, wie sie jauchzen? Jetzt bedarf es nur noch einer letzten Ladung Herzenträger des Schlüsselschwerts. Aber Kingdom Hearts. Sora! Sora, du bist es wirklich! Kairi! Lass Sora in Frieden!
Sora! Nimm es. Ja, diesmal kämpfe ich. Du weißt ja, Sora ist ohne uns aufgeschmissen. Komm schon, Riku. Die etwa auch noch. Haben wir denn heute Tag der offenen Tür? Sag, Carlo, ist dieses Schloss nicht perfekt? Vielleicht sollten wir es erwerben. Es ist sicher, dem Innenarchitekten kann man nur gratulieren, aber was ist mit den ganzen Herzlosen? Diese Zwischenwelt liegt viel zu nah an der Dunkelheit. Sie werden hier nicht auf uns hören. Und ein weiteres Mal unterschätzt du mich. Meine lieben Freunde, es ist natürlich gerade ein spannender Moment und deswegen tut es mir umso mehr leid, dass ich an diesem Punkt erstmal ein kleines Päuschen einlegen muss. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Könnt gerne mal ein Like da lassen, einen Kommentar, Abo, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und bleibt bis dann frisch und ja, richtig käsig, ne? Tschüssi!